namhaften Weg. Übrigens, die ganze Strecke befindet sich im Nationalpark von der Schweiz. Ich hoffe darum auch, dass ich dann ein paar Tiere sehe. Das wäre es jetzt gewesen. Die Wanderung sozusagen vom Ofenpass über den Murterpass zur Camanna Gloza und dann von dort aus zurück auf Zermatt. Landschaftlich etwas vom Schönsten, was ich bis jetzt gemacht habe. Nicht übermäßig anstrengend, der Anstieg hinten drauf geht relativ steil auf, aber die Höhenmeter sind vertretbar und zurück auf Zermatt ist der Weg auch
relativ gut zu machen.